gar nicht, oder? Nein. Nein, aber ich will eine alte Freundin besuchen. Ich muss nur einen Moment ausruhen. Meine Beine sind heute schon müde. Ach, verstehe. Es gibt ja auch keinen Fahrstuhl. Zwei meiner Freundinnen wohnen auch hier im Haus, im dritten Stock. Aber ich bin ganz gut im Training. Trepp auf, Tag ein, Tag aus. Na dann, ich hab noch zu tun. Tschüsschen, Tag. Jo. Was ist denn das für ein scheußlicher Geruch? Oh. Was ist das für ein schöner alter Wagen? Wem der wohl gehört? Na, Frau Liebre, wann ist es denn soweit? Nein, Frau Holz, das ist nicht meiner. Richtig romantisch. Wahrscheinlich ist morgen Sperrmüll. Das ist meine Leidenschaft. Ja, auf Wiedersehen, Frau. Ja, auf Wiedersehen. Ein Zehnjähriger Weg. Wie reagieren die Mieter eines ehrenwerten Hauses, wenn sich plötzlich eine Obdachlose in ihrem Hausflur einnistet und dort auf unerklärliche Weise gleichzeitig ein Müllberg wächst? Ein unzumutbarer Zustand? Oder der nötige Spiegel, ein Umdenken im Haus geschehen zu lassen. Das selbst entwickelte Musiktheaterstück Das ehrenwerte Haus zeigt auf unterhaltsame und komödiantische Art das breite Spektrum menschlichen Verhaltens. Oder besser gesagt, des Nichtverhaltens. Ich möchte mich nicht noch mehr anstecken, jetzt wo ich gerade die Cholera überstanden habe. Weißt du noch, dass wir gute Idee war, jetzt hier ein Spiel zu feiern? Aber ja, guck mal, sie lächelt. Schau mal, Anzuli! So viele Nachbarn! Darf ich fragen, was hier los ist? Wir feiern die Cholera von Frau Domschmack. Die Cholera? Wie originell! Siehst du, Anzuli? In Deutschland haben die Menschen auch einen Vogel! Ich mag Deutschland! Also, da würde die Kollekte garantiert höher ausfallen. Warum nicht?
sonntags habe ich immer frei. Ich habe die Polizei alarmiert und Anzeige erstattet. Warum sind Sie eigentlich noch so gemein? Warum gönnen Sie den anderen eigentlich keinen Spaß? In der Welt ist nicht nur Spaß, junger Mann. Das Leben ist kein Zuckerschlecken. Ich habe so einiges ertragen müssen. Meine Eltern waren streng zu mir, da gab es auch mal die eine oder andere Ohrfeige. Und ich konnte nicht meinen Traumberuf ergreifen, wie Sie. Und hat es mir etwas schade. Ja. Eine Frau von Büsewitz. Wer ist er? Sie haben die Anzeige erstattet wegen Lärmbelästigung und Diebstahl. Eine Anzeige erstattet? Ich erstatte doch keine Anzeige. Na, meine Liebe, wie fühlen sich in meinem ehrenwerten Haus? Es gefällt mir gut hier. Ich habe mich schon lange nicht mehr so wohl gefühlt. Und es tut gut, einmal dazu zu gehören. Ich danke Ihnen allen für einen ganz besonderen Tag in meinem Leben, den ich so schnell nicht vergessen werde. Und übrigens, mein Name ist Wilma. Hallo, Wilma. Und ich bin der Otto.